Alles tot, alles tot. So, das ist der zweite Turm. Runter. Oh. Dich habe ich vergessen. Deine zwei Kumpels auch. Weg. Oh. Oh. Der Händler ist weg. Und er hat keinen Schlüssel da gelassen. Wie jetzt? Damit hätte ich irgendwie auch noch rechnen können. Dass man an die Truhe da rankommt, die Truhe aufmacht und dann ist da ein Schlüssel drin. Okay, aber wenn der Händler jetzt weg ist, dann ist er weiter drin in diesem Gebiet. Also im dritten Untergebiet. Ich folge jetzt einfach mal der Straße und guck, ob der beim Bossraum ist. Vielleicht bei der Tür. Die eine Tür, die man nicht aufgekriegt hat. Vielleicht hat sich jetzt da ein Pferd zurückverkrochen. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Ritter kann halt garstig sein. Die billigen Kräuter davon ein paar. So. Loot. Loot. Ich müsste zweimal Heilkräuter geben, ne? Da ja. Also haben wir die guten. Und jetzt, kleiner Händler, sag mir, dass du dich irgendwo hier niedergelassen hast. Nö. Immer noch nicht. Verdammt. Okay, wer hat er sich hier oben bei der Zugbrücke hingesetzt? Nö. Hier sehe ich ihn auch nirgends. Komisch, komisch, komisch. Okay, nächster Spot, Bossraum. Danach Raum hinter dem Bossraum. Danach habe ich keine Ahnung. Wir sind ja wieder ganz am Anfang, wo man ihn zum ersten Mal gesehen hat. Die Dinger sind immer noch zu, da konnte man auch nicht interagieren. Achso, stimmt. Hier hinter war ja jetzt noch ein Gebiet. Da bin ich nur wieder zurückgegangen, weil es zu schwer war. Und genau dahin wird er jetzt umgezogen sein. Okay, nur was zu schwer ist, sollte man sich nicht unbedingt gleich wieder zurückziehen. Ich probiere das Gebiet jetzt mal. Auch wenn ich definitiv auf die Nase kriegen werde. Die eine Hyäne hat mich hier schon fast gekillt gehabt. Hundchen? Da. Oh, okay, die Waffenverzauberung geht's doch besser, als ich dachte. Kann ich dich da rausholen? Nein. Storied Soldier, sehr schön. Die kommen alle mit. Da geht's hoch. Was hast du zu sagen? Hidden Passage Ahead. Locked, okay. Brauchen wir also einen Schlüssel. Vielleicht denselben Schlüssel für die Tür vor dem zweiten Bossraum. Beware of fire ahead. Also kommt der Drache jetzt von da oben runter. Sehr höre ich noch keinen Drachen. Trap ahead. Oh.
Okay. Slave Shield, das kriegt man ganz am Anfang das Schild schon. Du willst nichts machen? Okay. Hey, was ist, wenn ich stark genug wäre und ein Spruch hätte, der stark genug ist, um ihn zu one-hitten, eben gerade? Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich wäre trotzdem das Video gekommen. So. Ganz normale Hüllensoldaten, aber in einem Dreiergebiet. Dementsprechend machen sie wesentlich mehr Schaden. Okay. Und ich muss die Waffe neu verzaubern, sonst mache ich gar keinen Schaden. So, verzaubern. Shield, 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 shield. Viel besser. Hey, das ist mein Kick aus Dark Souls 1. Den darfst du nicht benutzen. Was droppt ihr jetzt für Kräuter? Oh, Late Moongrass. Das heißt, der Boletarian Palace ist wirklich super zum Heilkräuterfarmen. In den ersten Gebieten halt die billigen Kräuter und hier jetzt die richtig guten. Oder relativ guten. Da oben werde ich weiterkommen, aber ich will trotzdem mal hin, weil da funkelt was. Von dem Halbierten. Hi. Ja. Ich hätte eher pur geil oder so hingeschrieben, weil er halt von der Dings da erwischt wurde. Du hast kein Schild, das ist toll. Schon wieder ausgelaufen. Ich bräuchte einen Ring, der die Buffzeit verlängert. Oh. Okay. Und dann los, treten. Weg. 132 Seelen ist jetzt nicht so die Welt, ne? Naja. Schattengebiet Nummer 2 bleibt bisher Top-Kandidat für Seelen sammeln. Ist hier drunter? Da ist ein Weg. Oh. Ja, nehmen wir doch den Weg hier. Und hier könnte man runterspringen. Links. Warum sollte ich nicht dahin gehen? Nur für Träumer. Vielleicht kommt man ja auch anderweitig dahin und. Oh. Ein Assassine. Oh. Ja, 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 ja. Zurückziehen. Kraut. Oh, ich soll vielleicht auf die anderen Kräuter umsteigen, weil jetzt so diese Mini-Dinger bringen fast gar nichts richtig. Verzaubern. Sehr coole Moves. Sehr cool. Ist trotzdem tot. Aber die Kampfanimation von der war cool. Schluck. Sind das jetzt hier reguläre Gegner? Oder war das nur so eine einmalige Sache? Wie eine rote Invasor. Bloodstains. Also hier links rum scheint nicht dahin zu führen, wo ich vorhin hätte runterspringen können. Das ist Feuer am nächsten Ende. Das heißt, ich müsste eigentlich gleich wieder zurücklaufen und... Ja, klappt ganz gut. Aber das ist definitiv keine einmalige Sache gewesen. Nummer 2. Da ist Nummer 2. Weg, weg, weg. Droppen leider nichts. Oh, doch da. Was hast du Schönes dabei? Hey. New Moongrass und Shard of Clearstone. Das heißt, ich kann hier Gras farmen, das komplett heilt.
Das klingt sehr, sehr praktisch für später. Ich würde gern Tischdolchen. Danke. Beware of Trap Ahead. Okay. Kommt noch mehr? Ah, hier ist der Bogen. Okay. Okay. Mehr. Okay. Wechseln. Puh. Das Loot. Schild. Hallo, du. Zauberdorf ist ja super bei denen. Und ich wechsle mal hier auf das da. Du schon wieder? Kann ich dich schon wieder targeten? Nee. Aber. Oh, warte. Doch, kann ich. Hey, Dicker. Ja. Okay. Das war nicht geplant, aber sehr schön, dass das Level hier existiert. Also, dass man nicht einfach eben runterfällt und instant tot ist, sondern dass wirklich alles komplett begehbar ist. Miteinander zusammenhängt. Ich muss jetzt nur den ganzen Weg zurücklaufen. Was aber auch gut ist, denn jetzt habe ich die Möglichkeit, an der Stelle, wo er gesagt hat, links, nicht links zu gehen, nämlich hier, sondern geradeaus runter, um den Loot hier noch mitzubekommen. Zweimal Full Grass. Und nein. Unknown Hero Soul, die ist nicht ganz so groß, weil unknown. Wo bin ich hier gelandet? Sieht aus wie ein Secret-Bereich. Nee, ist dieselbe Stelle. Aber warum bin ich denn Loot da vorbeigekommen? Sehr komisch. Egal. Immer hier lang. Die Treppe da hoch, weil da war ich auch noch nicht. Noch mehr Loot. 6-mal New Moon Grass. Da müsste ich eigentlich weiter. Oh, ja. Stein brennt noch ganz schön lange, ist kein Problem. Zack, zack. Ruhig auch ein bisschen davon. Sollte ich mir leisten können. Okay. So, Waffe verzaubern. Und nochmal das Ganze. Diesmal nur nicht versuchen, die da anzugreifen, sondern einfach direkt hier den Weg folgen. Gucken, wo es hinführt. Da geht es da hinten auch noch lang. Da oben wäre irgendwo Loot, aber ich glaube, da komme ich von hier aus nicht hin. Also weiter. Ach du Kacke. Lauf. Lauf. Ohoho. Das hätte mein Tod sein können.